eine Vagina. Oh mein Gott, Tom, warum tust du das? Entschuldigung, ich musste eine Wette einlösen. Okay, hier ist Oliver 3911 mit Mr. TomTom 159 und ich habe eine Vagina. Das habe ich schon immer gewusst. Ich muss eine Wette einlösen. Derjenige, der mit dem ich das, der will schon Bescheid. Achso, also meinst du, der guckt meine Videos? Schöne Grüße und wir machen weiter mit Lara Croft in The Guardian of Light. Das fiel ihm gerade so ganz spontan ein. Was? Das fiel ihm gerade so ganz spontan ein. Warte mal, ich muss mal schnell ganz spontan jetzt in der Aufnahme prüfen, wie viel Speicher. Och, ist ja noch dicke. Über 90 Gig hier habe ich noch. Ach, dann kannst du ja noch. Kann man ja noch aufnehmen. Können wir noch stundenlang aufnehmen. Wenn es mich nicht täuscht, müssten wir auch bald durch sein, oder? Es kommen noch ein paar Level, also ein paar. Okay. Also wird das Spiel doch ein Stück länger, als ich dachte. Mann. Das sind noch, also wir werden das in der heutigen Session, glaube ich, nicht schaffen. Das garantiere ich dir. Nicht, dann nicht. Ich habe ja in der Komplettlösung nach der Zeit geguckt. Also ich habe nicht nach den Leveln geguckt, die kommen, sondern ich habe auch nur geguckt, wie viel Zeit die nachkommt. Ja. Und dadurch, glaub mir, da kommt noch ein bisschen was. Aber wir nehmen schon wieder anderthalb Stunden fast auf, wa? Ja, ich glaube, das waren jetzt alle Kugeln. Ich meine, wir haben jetzt schon alleine Viere gehabt und das sollte eigentlich reichen. Ja, und da kommen Gegner, das ist super. Hey, Gegner. Haha, wie er einfach mal weggebämmt wird. Wie einfach mal weggebasht wird. Aua, das scheiß Skelettvieh. Okay, warum habe ich jetzt so viel Mund verbraucht? Alter, die wollte ich haben. Haha. Ach, hier waren wir doch schon mal. Junge! So einfach ist das. Aua! Was? Ah, scheiße, ich bin A in die Lava gerannt, B war nicht tot, C habe ich kaum noch Munition. Sammeln Sie 60.000 Punkte, so. Ich habe 60.000, du hast erst 13.000. Ey, Alter, ist egal. Wir sind im Team, Alter. Kannst du mir nicht ein bisschen Munition, die du gewaged hast, abgeben? Nee, ne? Weil du erst musst erstmal die Flammen laufen. Genau, damit mein Rage-Modus erstmal wieder vorbei ist. Das stimmt, das ist logisch. Ich finde dieses Geräusch toll. Wenn die Dinger ausgehen, das finde ich irgendwie richtig realistisch und ich bin in Flammen aufgegangen. So, und jetzt kann ich spawnen. Aber wo ist denn hier noch die letzte Kugel? Achso, die hast du. Okay. Alles klar. Du hast mich voll nachgemacht, Alter. Du hast mich voll nach. Alter, ich habe vergessen, die Uhr zu starten. So, okay. Oh, das klang nach Totec, hast du das? Ne, Totec. Wie hieß nochmal der unser Oberfiesling? Zolotte. 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 Den sieht man so selten. Das war übelst gefährlich und sowas, aber man vergisst den einfach nach der Zeit lang, weil er einfach nicht mehr gefährlich ist. Ich muss mal schnell was trinken, bevor wir in die Bonus-Map gehen. Links ist ja, das ist genau, sehe ich auch so, das ist nämlich eine Bonus-Map. So ist das richtig. Tust du das? Lass mal her. Weil ich Lust drauf habe. Gehe ich schon mal in die Bonus-Map. Jo, mach das. Okay, das sieht nach. Das sieht nochmal nach Standardschalter gelötet. Was passiert hier? Okay. Ah. Das Zeug geht runter. Okay. Okay, ich habe so eine Ahnung, was wir machen müssen. Nein, habe ich nicht. Alter, wie wir haben wir auf jeden Fall. Kann ich hier irgendwo einen Speer ran? Nein, kann ich halt genau nicht. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall so ein Ding. Also, ich habe das hier. Das kann ich machen. Genau, und was machen wir jetzt? Okay. Du, ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung, aber drück mal auf den Schalter jetzt schnell. Ich soll auf den Schalter springen? Ja, mach mal. So, spring. Ja, ist okay, das geht zuerst kaputt. Tja. Aber war ein Versuch. Das ist wieder so eine Bonus-Map, wo wir keine Ahnung haben, was wir machen sollen eigentlich. Oh, nein. Da hab ich jetzt mal wieder nicht aufgepasst. Ja, immer schön, es sind ja nur meine Punkte, die dadurch verloren gehen. Ja. Ich werde irgendwann wieder bei Null sein. Also, wie könnte man das machen? Ich habe das hier versucht, irgendwas mit dieser Säule zu tun. Ja, muss ja. Muss ja. Vielleicht musst du das Ding einfach komplett immer rumwickeln oder so. Nein, warte mal, pass mal auf. Komm mal hier, geh mal runter vom Schalter. Ja, bin ich. Jetzt gehst du mal. Jetzt machst du mal da in links hin. Genau, rennst einmal rum. Ich renne einmal rum. Das ist jetzt spannend. Ich bin auf deine geistigen Ergüsse jetzt sehr gespannt. Wo jetzt überlege ich gerade. Warte mal. Ah, doch, das könnte funktionieren. Ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Ja, ich muss hier jetzt auf jeden Fall rauf. Lol. Ich hatte gerade übelst den geilen Grafikbug. Warte mal. Doch, das könnte klappen. Das könnte klappen. Wenn du jetzt auf das andere genau, Seil das, springst, genau das wollte ich halt probieren. Das könnte funzen.
Das hat die Kunst. Genau das wollte ich nämlich. Och, ich habe wieder so eine geile Idee gehabt. Was kann denn diese Maske? Gucken wir mal. Machtschuss, Machtbombe und Streuschuss. Das finde ich immer geil. Also die nehme ich auf jeden Fall. Machtschuss, Streubombe. Momentan habe ich Heilung, Munitionserneuerung. Machtbombe heißt halt. Ich bleib bei meinen. Was hattest du jetzt? Ich bleib bei meiner Maske. Die Heilung. Cooler. Naja, Heilung. Ich sterbe nicht so oft wie du. Also von daher, ich nehme lieber die Machtbombe, weil da habe ich wieder so einen übelsten. Ach, ich komme eh so selten in den Rage-Modus, dass sich das eh nicht lohnt. Ich wieder so einen Mega-Radius. Genau. Ja, wir haben übrigens das Rätsel vom ersten Part entziffert, ne? Das lag an diesem komischen Bombending. An dieser Spezialfähigkeit, warum genau, Tom so genau, riesige genau, Bomben genau, hatte. Genau. Nur nochmal für die Leute, die es bis jetzt immer noch nicht geschnallt. Oh, da ist noch eine Waffe. Nein, das ist keine Waffe. Aber ein Diamant. Und auch noch zwei Diamanten. Ach, scheiße Trick. Okay, Okay, das alte Ding, wo es halt anfängt zu glühen, da brennt es auch gleich. Und ich bin schon wieder tot. Und ich werde jetzt Bin auch tot. Genau in der Flamme, wo du stehst halt. Respawn ja, ich bin auch in der Flamme, wo ich gerade stand, gestorben. Ja. Ja. So. Ganz klar. Die Dinger lohnt sich eigentlich nicht nochmal wegzusprengen. Haha. Aber einfach zur Vollständigkeit halber können wir es ja nochmal machen. Mist. Okay, Rollen finde ich hier ein bisschen nicht angebracht, also unangebracht und so. Ich laufe hier einfach los, weil da bin ich nämlich flexibler. Wenn ich in eine Richtung einmal im Rollen bin, kann ich die Richtung nicht mehr ändern. Das ist das Beschissene. Wow, ja. Du solltest nicht, wir sollten, jetzt bin ich runtergeflogen, genau. Okay, ich bin drüben. Du bleibst mal lieber so links. Ich bleib links, ja, ist okay. Ich bleib eher rechts, damit wir halt nicht das genau wie vorhin halt gerade ja, nochmal erleben müssen. Ja, I see. Also du musst ja auch den Schädel holen quasi, wenn du links bist. Ich bin jetzt einfach mal rechts. Und du musst noch einen Schädel holen. Ah, hab ich verpasst, weil da kam die Scheißkugel. Jetzt kannst du noch einen Schädel holen. Ah, war das eng. War das eng. Das war mal gut. Aber ja gar nichts. Hey, was ist das? Doch, ein Munitionsupdate. Ah, die sind versteckt und da gibt es ein Munition. Okay. Okay, lol. Das ist die, ich möchte sagen, die erste haben wir schon verpasst. Wir haben das gesehen, wir haben alles im Level verpasst. Das ist Levelende jetzt. Okay, stimmt, weil das. Okay. Oder? Ja, doch, das Levelende, sag ich ja. Level abgeschlossen. 32 Minuten. Hey, unser längstes Level bis jetzt, oder? Kann das sein? Mit auf jeden Fall. Aber das war ja das erste mit den Kugeln, war auch relativ lang. Dann machen wir gleich mal weiter. Ich glaube, jetzt kommt nochmal ein kurzes Level relativ. Alles klar. Ach, ich bin mir nicht sicher. Oh. Wie gesagt, ich habe ja auch bloß kurz in den Zeiten geguckt. Das sieht gefällig aus, der Sog des Spiegels. Aber jetzt kommen die schweren Level. Erreichen jedenfalls in der Komplettlösung. Schwierigkeitsgrad schwer. Erreicht sich Xolotes Festung in maximal 6 Minuten. Maske von Xolotl bekommen wir dann. Aber die bekommen wir sowieso nicht, weil wir die Festung von Xolotl nicht in 6 Minuten... Sahnekuchen. Ah, Sahnekuchen. Oh. Immer noch besser als ein American Pie. Oh, guck mal, wir haben eine Karte. Aber wieso kommen jetzt keine Zwischensequenzen mehr? Das ist irgendwie schade. Die Arena, Xolotes Festung... Die Arena klingt schon wieder sehr gefährlich. Nicht mehr kann ich aber ein Mücken... Wir müssen aber, glaube ich, erstmal zur Arena. Okay, wenn du meinst. Na, stand jedenfalls da so. Gehen Sie zur Arena. Ach so? Also, ich sag mal so, die Arena war markiert. Nee. Brauchen wir dieses Ding hier? Eckhart, wie tust du? Ich finde schön, Explosion schön. Und wie hier noch alles runterfällt. Ich nehme jetzt einfach mal die Kugel hier mit. Ja. Das wollte ich nicht. Das weiß ich doch. Aha. Hier einfach mal im Weg steht. Und ich bin. Hä? Bin ich? Wo zum Teufel? Ach, da bin ich. Wollt ihr mich verarschen? WW, lasst euch nicht verarschen. Vor allem nicht beim Preis. Vor allem nicht beim Pocher. Na super, wieder Skelette. Da freuen wir uns doch alle. Wow, irgend so ein Feuerviech ist das. Alter! Das ist meine Mutter gewesen, die du da gerade geschossen hast. Was? Alter, irgendwie wacke ich hier auch gerade rum. Ey, das sind ja Verfolgungsraketen, fällt mir gerade so auf. Jaha. Die verfolgen ja die Gegner, das ist ja cool. Da brauchst du ja nicht mal Skill für die Teile. Nö.
Boah, du bist gerade durch die Wand durchgebuggt. Nö, nicht bei mir. Also bei mir aber. Du standst das Spiel ist also doch nicht relativ unbedingt bugfrei. Nee. Geht's nicht oben hin, hier geht's glaube ich nirgendwo hin. Also gehen wir das hier weiter. Das ist vor allen Dingen nicht synchron im Online-Multiplayer, haben wir gerade mitgekriegt, oder? Doch, relativ synchron ist es doch schon, oder? Ja, weil du bist gerade... Lass mal runterfallen. Oh, wir hätten die, ich glaube, wir müssen die Kugel wirklich mitnehmen, oder? Ja. Das ist das Ding, warum ich die ganze Zeit mitgenommen habe. Ja, ich dachte, weil du Spaß an der Freude hast. Nee, ich... Oh, das ist noch eine Waffe. Schrot, das sieht noch nach Schrot aus. Das Mega-Schrot. Ist Mega-Schrot, ja. Schrot benutze eh keiner. Nee, ich benutze keine Schrot. Ich bin eigentlich nur ein Ego-Shooter, ein Schrotspieler. Nicht mal da, ich... Da nutze ich einfach nur die MG. Weil die hat einfach genug. So, wo ist eigentlich die Kugel hingeflogen? Da, ich hab's in der Hand. Mal gucken, was passiert. Nee, ich wollte gerade sagen, weil du bist ja irgendwie, also... Ach, das ist aber nur ein Health. Das scheint nicht bildsynchron zu sein immer. Also, jedenfalls bist du bei mir gerade durch die eine Wand durchgebackt. Boah, ja, ist doch egal. Ich meine, bei dir, bei mir fliegen Kugeln einfach mal so. Hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Nee. So, und ich sollte jetzt langsam wieder auf normale Waffen schalten, weil ich komme noch mal nicht ab. Das verändert sich auch nicht. Es wird nicht besser. Ist das nicht wunderschön? Zolotl! So sah in den letzten 2000 Jahren meine Welt aus. Mein Gefängnis wurde zu meinem Königreich. Und schon bald wird es euer Grab sein. Ja, es sieht sehr schön aus, Zolotl. Richtig. Das ist übelst der Obershow-Monster-Typ, aber er versteckt sich vor uns. Ja, weil er es einfach nicht kann. Nee, weil er einfach mal Schiss hat. Halt's Maul, Junge. Halt's einfach nochmal. Scheiße, jetzt müssen wir ja nur diese Raketenwerfer hier benutzen. Damit ist doch automatisch mal unsere Mundhalle. Was mir überhaupt nicht gefällt. Aber ich habe ja noch meinen geilen Speer. Der bei den ganzen kleinen Gegnern One-Hit-Kill macht. Okay, der ist tot. Ich finde das so geil, wenn ihr die, wenn ihr halt mal ein Gegner nicht bei einem Speerschuss getötet wird. Wenn ja, die so Infos, genau, ne? wenn dann 3, 4 Speere in dem Viech drin stecken, finde ich ganz nett. Oh, so, also auch von der Grafik Engine, die hat schon. Ich habe immer noch nie gegoogelt, was das für ein ist. Spätestens beim Abspann drin weiß es. Wir fehlen noch ein paar Pixel, wir fehlen noch Pixel. Dankeschön. Wie gesagt, spätestens beim Abspann weiß es. Jawohl. Und mein gebrochener Zeh juckt mir gerade irgendwie. Ja, richtig. Du hast es ja geschafft, beim Aufstehen aus deinem Bett dir den Zeh zu brechen. Nein, beim Aufstehen aus dem Stuhl. Da bekommt der Spruch, sich mit dem falschen Fuß aufstehen, eine vollkommen neue Bedeutung. Nein. Du veränderst schon wieder die Tatsachen hier, Oliver. Also, ich hab dir das doch erzählt. Ich bin aus meinem Stuhl vor meinem Computer aufgestanden und bin halt... Neben meinem Schreibtisch steht halt mein Bett direkt und da bin ich halt mit dem Fuß voll gegengerammelt beim Aufstehen und Umdrehen gleichzeitig sozusagen. Mit dem Fuß voll gegengerammelt und was liegt da oben? Das scheint mir ein Mundpack zu sein. Und wahrscheinlich kommst du da hoch, wenn ich jetzt hier irgendwo einen Speer ranmache. Hier an dieser Seite vielleicht. Komm doch einfach mal auf mein Schild. Das glaube ich klappt nicht. Ich springe und dann springst du auch. Das müssen wir irgendwo von der Seite machen, sonst geht das nicht. Ist egal. Ach nee, gut, wir brauchen... Doch, komm, wir versuchen das, wir wissen, was das ist. Versuchen wir es mal von hier. Ja, und wie gesagt, kurz halt, mein Fuß ist gebrochen. Mein C ist gebrochen. Machen wir mal dein Schild. Mein C ist gebrochen. Ja, und deswegen darf der jetzt 4 Wochen lang nicht arbeiten gehen. Spring! Bist du gesprungen? Ja. Ja. Also, wir kommen da nicht hoch. Ja, das ist die Folgerung daraus. Also Bullshit. Ja. So viel Glück wie ich auch mal haben. Ich meine, ich habe jetzt nur 6 Wochen Sommerferien und der Typ darf, kriegt 4 Wochen bezahlten Urlaub. Urlaub? Krank und so. Ja, ja, Urlaub sag ich ja. Halt's Maul, Junge, halt's Maul. Yeah, wieder Muni. Jawohl, und ein Diamanten. Hey, ich habe auch wieder hier Rage-Modus. Du auch? Cool. Nee, Moment, keiner von uns beiden hat Rage-Modus. Doch, ich habe Rage-Modus gerade gehabt. Nee, das kriegst du nur mit einer Bombe kaputt oder mit der Bazooka. Nein, auch damit nicht. Alter! Nein, auch damit geht's nicht. Doch. Das ist halt einfach. Doch, es stand aber gerade als Herausforderung. Boxieren Sie den ersten Schwungball in da irgendwie hin so. Alter, das geht nicht. Das muss aber gehen. Nein, das ist einfach nur eine Falle. Muss aber gehen. Nein, Mann, das ist einfach nur eine Falle, Alter. Mann, Oliver, muss aber gehen. Ich will, dass das geht. Das
Das ist einfach eine fiese Falle. Sag ich das meiner Mami. Wir müssen aber irgendwie hier durch. Stimmt, wir brauchen diesen Ball. Ja, wir brauchen diesen Ball. Ja, wir brauchen diesen Ball. Was ist das für ein Scheiß? Man weiß es nicht. Vielleicht müssen wir wieder und kommen auf Fuß. Ey, fick dich doch. Schönen Dank auch. Ja, ich versuch dich ja zu retten. Und renn dabei einfach mal voll gegen den Ball. Indem du dich selber opferst. Ja, ich kenn's mich. Ich sterbe für meine Mitbürger. Nicht. Ja, was ich gerne ursprünglich sagen wollte, mein gebrochener Zeh juckt und ich darf aber nicht an dem jucken und ja. Weil der sonst noch mehr wehtut. Und ach, jetzt geht das, den Spieler war mal umgebackt, das haben wir mal alles. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe einfach gesprengt. Achso, dann war es einfach nur ein Bug, okay. War einfach nur ein Bug. Und wir müssen jetzt das Ding innerhalb von 15 Sekunden da reinbuxieren, was ja aber eh nicht schafft. Das ist jetzt schon am Arsch, weil durch die scheiß runterfallenden Bälle ist das schon scheiße. Ja, ich mache das einfach mal, weil ich es kann. Ja, du läufst falsch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Du kannst ja mal die Gegner da hinten tot machen. Ja, das kann ich ja. Oder den hier, den muss ich wieder machen. Ich muss wieder den groß machen, weißt du? Das ist nämlich Oliver, liebe Zuschauer. Oliver lässt seine Freundin im Stich, lässt die großen Gegner machen. Ja, okay, jetzt hast du den gerade tot gemacht. Mist, hättest du aber mitspielen können jetzt, Oliver. Scheiße, ich werde dafür bezahlt. Not. Du wirst bezahlt, aber nicht dafür. Ich werde nämlich nur für das bezahlt, was ich jetzt mit meinem gebrochenen Zeh nicht mehr machen kann. Fürs mir gegen die Eier treten, haha. Laufen. Ich kann jetzt mit meinem anderen Schuh gegen die Eier treten. Ja, aber das ist dann der linke, weißt du. Okay, das tut dir vielleicht nicht so weh. Ich scheiß auf euch Linksextreme. Oh, ich scheiß allgemein auf alle politischen Richtungen, die nicht die Piratenpartei angehören. Machst du jetzt hier Werbung für eine politische Richtung? Ja, Leute, wählt Piratenpartei. Denn sie sind es, die in der nächsten Wahl die Welt retten werden. Ja, genau. Muss ich das nämlich auch. Ich bin tot. Ich nicht. Nö, ich noch nicht. Weißt du, jetzt bin ich tot. Alter. Alter, ist das geil. Ah. Ein Meter, okay. Das kommt. Alter, ich glaube, wir sind hier hoffnungslos verloren. Hier müssen wir das Ding, diesen Stein hinboxieren, oder? Ey, das Ding kommt gerade rüber wie so eine Bonus-Map. Eine große Bonus-Map. Ja, richtig groß. Aber dieser Stein, nur, da war. Warte, Skelette. Ja, da hinten sind noch irgendwelche Nagas. Und hier Skelette! Und ich habe hier wieder so einen Steinriesen. Wie das Vieh einfach mal nicht sterben will. Alter, wie das Vieh einfach mal nicht stirbt, weil ich tot bin. Oh, das Bild gibt mir auch gerade auf den Sack, diese scheiß Shaky Cam muss im Bus, ey. Ist mir einfach mal gerade auf den Sack. Ja, ist ein bisschen kacke gerade. Ist einfach nicht für fotosensitive Anfälle geeignet. Fotosensible. Alter, wo ist denn die scheiß Ball hin? Fotosensitive. So, ich weiß, wo der Ball ist. Komm doch einfach mal mit. Ich hab doch gesagt, ich weiß, wo der ist. Du wüsstest das nicht. Aber du musstest ja unbedingt wieder in die andere Richtung rennen. Halt, weil ich halt kann, Mann. Okay, wir können jetzt einmal hier das machen. Wir machen erstmal hier ein Aua. Willst du das Munitionsupdate holen? Natürlich will ich das Munitionsupdate holen, Alter. Ich brauche Munition. Ich habe Munition. Zu wenig. Alter, noch ein fetter Gegner. Alter, noch ein fetter Gegner. Du bist Alter, wieder richtig. Alter. Ich mag diese Shaggy Cam nicht. Okay, dann lass ich mich jetzt mit dem Gegner da drüben alleine. Du kriegst das schon. So war ja easy. Ich meine, ich habe zwei große Schüsse reingehauen und der. Oder war der down? Alles aber ich komme hier irgendwie gerade nicht mehr weg, weil wir 4-4 2 Pixel. Dankeschön. Du musst doch. Okay. Oh, nein, Eckhart. Okay, boah, drei Skelette mit einem Schuss. So lobe ich mir noch das. Alter, okay, sobald man schießt, kommen diese scheiß Teile von oben. Aua, ich bin schon wieder. Nee, ich lebe noch. Ich würde sagen, ich rolle das Ding und du beschützt mich. Oder du versuchst es jedenfalls. Alles muss man selber machen. Ja, Alter, ich muss hier erstmal zwei Typen von hinten tot machen. Okay, ich habe das Gefühl, ich habe den Ballrand in die falsche Richtung geschoben.
Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Also ganz ehrlich, ich hab die Orientierung verloren. Oh, Partende. Bis gleich. Jo,